Willkommen zurück bei Dead Rising 3. Ich habe gerade schon ein paar Minuten off-camera ein paar Zombies getötet. Das sieht man auch am Level. Ich bin jetzt Level 25. Und Zombies bin ich jetzt über 10.000. Es wird also ein langer, langer Weg bis zu den 100.000. 12.000 habe ich schon. Ja, 13.000 kann man sagen. Aber jetzt geht es erstmal in der Story weiter. Da sollen wir zum Com-Tower zurück. So, hier geht es leider mit dem Fahrzeug nicht weiter. Aber es ist ja nicht mehr weit. Auf dem Weg noch ein paar kaputt machen. Ah, weg da. Wuhu! Und noch eine von den Herausforderungen gemacht. Ja, die kommen schon alle hart an hier. Das macht halt den Abgang hier, meine Güte. Falscher Eingang. Erstmal die Tür ins Gesicht. Ja. So. Völlig unnötig, aber völlig egal. So. Hoch da. Auf Level 50 kann man unlimited sprinten skillen, darauf freue ich mich jetzt schon. Was sollen wir da hoch? Und weiter geht's in der Story. Hey. Not a zombie. Still. Well done. Nice job. Thanks. Listen, are you in red? Well, I mean, are you... Hey, Annie, I just got a distress signal from Angel. Well, you made it back. Don't sound so surprised. Red, what's happening? Angel said there's a computer recording of the attacks on the civilians over at the police station. It's from all the security cameras. We could bust them all with that when we get out of here. Mm-hmm, but first we gotta get to Angel. She thinks they found out her position. Well, I can go to the police station. I mean, if it's just getting that information off the computer. Think you can handle it, Nick? Yeah. Yeah, I got it. All right. Angel's on the second floor by the pool of a hotel in Central City. You go to the police station, handle that, and then you meet us there. You got that? You all right, Nick? You all right? Come on, Annie. We gotta get to Angel. I'll keep you safe. Dann sind wir immerhin schon mal korrekt gekleidet. So, dann machen wir uns auf den Weg. Was trinken. So, viele Waffen haben wir nicht mehr. Nehmen wir noch einen Katana mit. Oh, wobei, das ist jetzt noch an Grenzen. Einfach ruhig. Zur Polizeistation. Kommen wir bestimmt hier wieder hoch.
den Plan, alle Baupläne und alle Statuen zu finden, habe ich schon aufgegeben, erstmal. Weil die 100.000 Zombies werden, glaube ich, schon genug sein. Und wo ist der? Natürlich nicht in der Nähe. Natürlich nicht. Schon da. Juhu. Oh, hier ist ein Safe House. Das putzen wir doch zuerst. Hallöchen. So. Thrifty Trader. Mehr PP, ja, das nehmen wir rein. Dann kommen wir schnell auf Level 50. Und dann können wir noch eine Waffe holen. Hier ist kaputt. Gucken wir mal. Kombos. Der Heavy Metal war gut, den nehmen wir nochmal mit. Noch ein Flammenschwert. Katana lassen wir hier. So. Los geht's. Gucken wir mal in die Police Station rein. With you? No. She's hurt. Oh. Lock this place down. Please. No! 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 She wasn't there. Oh no! Oh, what have you done? What? They don't call it the little death for nothing. Oh, no! Wait! You murdered these people. Observant one, isn't he? Oh, adorable. I do so love a hero wannabe. Let's see if he stands up to the test or limps out at the end. Get in here, boys. Move. Let's make this a gangbang. Es ist einfach nur bekloppt. Oh, ja, ja. Du Sack. So, was haben wir noch? Ach, nur diese hässlichen Dinger. Kein LMG mehr. Schade. Oh, da ist noch einer. Nehmen wir die mit. Die ist voll. Was sehen meine Augen da? What the shit?
Die Hilde! Ich will genau wissen. Oh, heilige Scheiße. Boah, was geht denn der ab? Ist hier nur noch was zu essen? Da. Touch me. Ein LMG? Nee. Auch nur ein Assault-Rifle. Das ging schnell. Die wilde Hilde. Essen. Da. Nein! Oh, huh. Wo ist sie denn? Bleib stehen, Hilde! Boah! Ah, was zur Hölle? Ich bin schon ein bisschen hart. Boah. Hä? Okay. Ah, die haben wenigstens... Oh, crap. Ah, shit. Und auf die Waffe. Wow. Keine Knarre. Oh shit. Ah, Pistole. Na, nimm's doch. Box of cereal, okay. Die Hilde, die wilde Hilde. Hä? Die Waffe, nein! Ist die Waffe weg?
Crossbow. So ein Crossbow. Oh yeah. Oh yeah. Was zur Hölle? Essen. Das wollte ich nicht. Jetzt nimm noch den Bagel. Isst den Bagel. Large Soda. Trink die Soda. So. Ja, die Bosskämpfe sind nicht so das Wahre. Noch eine Schusswaffe? Da ist noch eine Schusswaffe. Handgun, ja, das reicht. Feierabend. Die Dialoge sind ein bisschen besser im Englischen, aber jetzt nicht so ultra gut. So. Wie, ich kann nur eine tragen. Warum habe ich Teller dabei? So. So, okay, dann haben wir das auch erledigt. Oh, wieder brauche ich mit Hilfe. Level. 2 Punkte. Wo packen wir die denn hin? Nirgends erstmal. So, wo muss denn da hin? Das könnte korrekt sein. Oh, eine Statue. Es gibt immerhin PP. Wie kommt... Oh, Klamotten. Ah, das Mariachi-Shirt. What the hell is this? Ziehen wir wieder aus, aber die Schuhe habe ich noch nicht. Ich hab dann gegen Flammenschwert, da bleibe ich beim Flammenschwert. So, ich tippe mal, ich muss da hoch. Kann man hier irgendwo hoch? Da kann man hoch. Gucken wir mal.
me. She was dead when we got here. You still think the government came in here to save us, Nick? I've seen it with my own eyes. The woman from the TV, Himlux head of security, she's killing survivors. Why are they doing this? At least justice will be served when that gets out and people see what happened here. Justice? Justice isn't going to bring Angel back. It's not going to bring any of us back. Sometimes I don't even know why we bother fighting. That's why. Look at her, Red. She was one of the family. We don't stop fighting if it's for family. Hey, I'm sorry for the attitude earlier. It's just really hard to know who you can trust. I'm gonna go meet with my contacts. I'm gonna go get that fuel for you, but I need you to do me a favor. Meet me at the tower in a couple of hours, okay? And I'll hook you up with the fuel, and then we'll all get out of this hellhole together. All right? Come on. Catch you later, bro. Okay. Das Benzin hätten wir also. Kann ich mich ja eigentlich auf den Weg zum Bus-Depot machen. Und auf dem Weg noch ein paar Zombies abmetzeln. Yo, some business lady out by the law office in Central. Looks desperate and rich. Ich glaube, dann läuft es eher darauf hinaus. Ja, der Balken ist kleiner. Machen wir das zuerst. So, da haben wir Carol. Das mache ich dann aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.